Willkommen zur letzten Folge dieser Session. Wir haben ein kleines neues Spielzeug. Oh, wir haben keine Raketen mehr. Haben wir jetzt alles? Nee. Problem ist, das Ding verliert Energie. Mal. Okay, das wird doch nicht so einfach wie gedacht. Reicht die Dinger. Ah, okay, wenn er drüber läuft, sammelt er automatisch die Rüstung wieder ein. Sie haben Raketenwerfer! Schau mal! Müssen wir doch schon 5 Minuten haben. Von wo höre ich die Schüsse? Hä? Herr Blaskowitsch, setzen Sie mich auf dem Dach ab! Ich gehe in die Garage und öffne die Tore! Wir haben auf jeden Fall nicht alle Geheimnisse gefunden, das finde ich schon wieder ärgerlich. Herr Blaskowitsch, retten Sie mich ab, ich werde hier absteigen und die Tore öffnen. Ja, hey, ich öffne jetzt die Tore, Herr Blaskowitsch. Ah. Beschützen Sie sie, Herr Blaskowitsch. Nicht
Nicht zum LKW, nicht zum LKW. Nimm den Wagen da, aber wartet auf uns. Wir fahren voraus. Ach du Scheiße. Ups. Das Gewicht, da kommt sie. Los, 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 los. Hier entlang, schnell. Ups. Herr Blaskovic, wir müssen alle retten! Würde ich gern. Ich stehe unter Beschuss. Wo ist denn der Typ? Ah. Oh oh. Schade. In die anderen Zonen komme ich jetzt wohl eh nicht mehr. Oh Mann, das ist ärgerlich. Sieht so aus, als ob... Ich glaube, das war die Werkstatt. Da müssten wir hier beim Auto was verpasst haben. Oh Mann. Jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Wo ist denn jetzt hier was? Schutt sind eine uralte mystische Gruppierung. Über Jahrtausende war absolute Geheimhaltung unser oberstes Gebot. Was wollen Sie tun? Beten, oder? Nein, nein, mein Kind. Wir beten nicht. Wir erfinden Dinge. Verstehen Sie? Die Technologie, die die Dati Schutt entwickelt haben, ist allem, was Sie jemals gesehen oder sich vorstellen können, um Jahrhunderte voraus und hochgefährlich in den falschen Händen. Das Regime hat unser Versteck gefunden, unsere Geheimnisse gestohlen und damit den Krieg gewonnen. Alles, was sie erreicht haben, einfach alles, basiert auf unserem Wissen. Aber es gibt nicht nur ein Versteck. Wir haben hunderte davon an den geheimsten Orten auf der Welt. Hunderte, manche klein und provisorisch, wie das vom Regime entdeckte. Andere groß und bis oben hin vollgestopft mit Wissen, unglaublichen Erfindungen, Dingen, die ihnen wie Magie vorkommen würden. Nun, ich kann Sie an einen solchen Ort führen, aber es wird nicht leicht. Was brauchen wir? Das Versteck, das ich meine, liegt tief im Atlantik. Wir brauchen ein U-Boot.
das extrem tief tauchen kann, das ist alles. Scheiße. Ein gottverdammtes U-Boot des Regimes stehlen? Das wollen Sie? Sind Sie völlig übergeschnappt? Ich weiß, wo wir eins herbekommen. Aber damit es klappt, muss das Ding hier funktionieren. Kriegen Sie das hin? Madame, ich bin ein Ingenieur, der Darty shoot. Sowas kann ich im Schlaf. Gut. Wir bräuchten daran auch noch ein paar zusätzliche Modifikationen. Ich werde die Details für Sie notieren. Blazkowicz, wir helfen ihm dabei, ja? Oh, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, danke. Oh, Herr Blazkowicz, ich bräuchte noch ein Schweißgerät. Bitte. Ich dachte, Bombarte war in dem Wagen. Seth. Ja. Ich frage mich, was Ihre Organisation eigentlich genau getan hat. Ging es um irgendwelche übernatürlichen Maschinen? Übernatürlich. An sowas glauben wir nicht, Mädchen. Wir glauben an Gott. Na, na, na. Die Dati-Shoot folgen einer Philosophie, einem Weg, Gott durch Wissen zu verstehen. Sie beruht auf reiner Vernunft, reinem rationalen Denken. Das ist kein übernatürlicher Quatsch. Hm. Ja. All die Dinge, die Sie erschufen, wozu waren die ursprünglich gedacht? Sie verstehen das nicht, Mädchen. Es gab bei uns weder einen Zweck noch eine Absicht. Abgesehen vom Akt des Erschaffens. Wir halten Zwiesprache mit Gott, verstehen Sie? Ich komme nicht mehr mit. Wie mathematische Gleichungen. Weiter, weiter, Mädchen. Und jede gelöste Gleichung bringt sie Gott näher. Hm. Aber hatten die Maschinen denn gar keinen Zweck? Der Akt des Erschaffens an sich ist der Zweck. So ist es, Mädchen. Ja, ja, jetzt endlich hat es bei Ihnen Klick gemacht. Erkennen Sie den Unterschied, Mädchen? Mädchen, das sichere Versteck, das ich Ihnen zeigen werde, ist keine Schatzkammer. Es liegt tief, tief unter der Erde und hält einige unserer gefährlichsten Schöpfungen weit, weit weg von der Außenwelt. Sie haben Ihren Zweck bereits erfüllt, verstehen Sie? Wenn es der Sache dient. Oh, Herr im Himmel. Schweißgerät. Jetzt sind wir wieder ein paar mehr Leute. Die ist immer noch nicht hier. Okay. Helfen Sie Seth, alle Teile zu besorgen, die er braucht. Okay? Warum muss ich das eigentlich immer machen? Du hast es noch drauf, alter Mann. Toilettenspülung. Tja, die Spülung geht jedenfalls noch. Das wissen wir doch schon. Karte aktualisiert, warum das denn? Immer noch nichts Interessantes hier. Schlafen? Oh. Mein Gott, Thekla. Warum schlafen Sie nicht? Ich schlafe nie. Wer weiß, ob ich wieder aufwache. Ich hätte da mal eine Frage. Wer wird es nicht verstehen? Wo landen Sie, wenn Sie das Bewusstsein verlieren? Wollen Sie das überhaupt wissen? Was? Überraschung, Überraschung. Sie haben ein Gehirn, einen biologischen Rechner, der einen elektrochemischen Prozess regelt. Ihr Bewusstsein ist ein Nebenprodukt dieses Prozesses. Das leere Gesicht eines Babys. Mit anderen Worten, Sie sind Ihr elektrochemischer Prozess. Sie erleben Ihre Existenz als fortlaufend. Sie sind in diesem Moment Sie selbst. Der gleiche, der Sie auch in der Vergangenheit waren. Sie reisen entlang dieses Kontinuums Ihrer Existenz in die Zukunft. Können Sie mir folgen? Sieht nicht so aus. Weiter. Manchmal erfährt das Gehirn einen Schock, eine kurzfristige Unterbrechung des elektrochemischen Prozesses. Wie bei einem Boxer, der K.O. geschlagen wird.
In diesem Fall wird der elektrochemische bewusstseinserzeugende Prozess unterbrochen. Das Bewusstsein geht verloren. Sie verlieren das Bewusstsein, passen Sie jetzt auf. In dem Moment hat Ihr Bewusstsein alles, was Sie sind, Ihre Existenz in der physischen Welt aufgehört zu bestehen. Kurze Zeit später kann der elektrochemische Prozess wieder anspringen. Das Bewusstsein geht aus den im Gehirn gespeicherten Informationen wieder hervor. Aber wo bleibt man selbst in der Zwischenzeit? Nein, ist zu dumm. Muss man nicht annehmen, dass ein Mensch stirbt, wenn er das Bewusstsein verliert? Ob ein neues Bewusstsein im selben Gehirn erscheint oder nicht, ist für das tote Bewusstsein nicht von Bedeutung. Das neue Bewusstsein ist eine neue Person. Da es dem selben Gehirn entstammt, hat es Zugriff auf alle Erinnerungen und kognitive Strukturen des toten Bewusstseins, weshalb es sich für dieselbe Person hält. Aber in Wahrheit ist es ein Hochstapler. Erdkörper und Gehirn des vorigen und toten Bewohners. Ja, als würde ich mit einem Kind reden. Was ist mit der Seele? Ich wusste es, du. Es gibt keine Seele. Wir sind biologische Maschinen, nicht mehr und nicht weniger. Idiot. Die Seele ist nur eine triviale Einbildung von Priestern und Märchenerzählern. Sie sind eine Anomalie. Ein Sonderfall. Nutzlos. Ein lachender Anus. Das sind Sie! Ich werde aus Ihnen nicht schlau. Sind Sie hier, um mir zu helfen? Ihnen ist nicht mehr zu helfen. Was tun Sie da? Daten sammeln, Aktivitäten des Regimes, Verhaltensmuster, unsere, Ihre, Überlegungen anstellen, Vorhersagen treffen. Wo setzen Sie Ihre Ressourcen ein? Wo schlagen Sie als nächstes zu? Und dann, was sind die Gründe für Ihr Vorgehen? Ich will wissen, was Sie tun, bevor Sie es tun. Sie reden, als wäre die Zukunft unabänderlich, als wären all unsere Entscheidungen bereits gefallen. Glauben Sie etwa, Sie haben einen freien Willen? Sie wissen so wenig über die Welt. Sie wollen der Captain Ihres eigenen Schicksals sein. Den Kampf verlieren Sie. Die Gesetze der Physik sind stärker. Meine Entscheidungen gehören mir. So viel weiß ich. Alle Phänomene in der physikalischen Welt folgen im Prinzip von Ursache und Wirkung. Ihr Gehirn ist da keine Ausnahme. Kennt man die Ursache, lässt sich die Wirkung vorhersagen. Das ist unumstößlich. Und was ist mit den Waffen da? Vorbereitung auf das Ende. Ich weiß, wohin mein Weg mich führt. Und ich beabsichtige, so viele Feinde wie möglich dorthin mitzunehmen. Können Sie überhaupt mit Schusswaffen umgehen? Zeigen Sie es mir. Yeah! Nochmal eine Gesundheitsverbesserung. So, ich habe gehofft eigentlich, das wird jetzt gespeichert, weil ich die Folge eigentlich schon beenden. Max Haas. Wollte. Aber nun gut, dann müssen wir eben weitermachen. Auf jeden Fall sehen wir auf der Karte nicht, wo ich... Was war das? Ein Schweißerät finde. Vielleicht speichert er, wenn wir es gefunden haben. Mich würde jetzt noch interessieren, ob der... Ob jetzt wieder ein neuer Level da ist. Oder ob es immer noch der alte Wolfenstein-Level ist. Das wird langsam eine zwanghafte Angewohnheit. Fergus hat das Schweißgerät. Nun gut, vielleicht wird er im Level gespeichert. Ich muss das einfach nochmal ausprobieren, ob vielleicht mittlerweile was Neues da ist.
Und natürlich, und es wird auch nicht gespeichert, so eine Kacke. Was? Dreck. So, müssten wir schaffen. Das letzte Magazin. Und gute Nacht. Es wurde wieder nicht gespeichert. Ich gebe mal den Ring jetzt ab. Können Sie mir bitte ein Schweißgerät besorgen? Hey. Wir haben doch den Ring. Bring Annes Ring zurück. Ach, sie ist Anja. Und sie ist wahrscheinlich Anna. Anne. Jemand hat Hubschraubertechnik geparkt. Okay, wo ist Fergus? Mal gucken, ob er an seinem rumsteckt. Terroranschlag auf Kalksteineinbruch. Kalksteinbruch. Berlin 9. November 1960. Nach dem schrecklichen Großanschlag einer unbekannten Terroristenzelle auf den Kalksteinbruch in Selo wurde der Leiterin des Steinbruchs, Irene Engel, von unserem geliebten Staatsoberhaupt eine Medaille für ihre Tapferkeit bei der Verteidigung gegen die wahnsinnigen Angreifer verliehen. Die Leiterin erholt sich gerade in einem Krankenhaus in Berlin und möchte nun Zeit mit ihrer Familie verbringen, sagte ein Mitarbeiter von Frau Engel. Oh Gott, wieso ist die eigentlich nicht tot? Die wurde runtergeschleudert. Okay, da der
Typ scheinbar nicht da ist. Ja, das vor im Hangar. Wetten, der bastelt an den Hubschrauber. Und dass er da ist. Sie, Blaskovic. Ich suche das Schweißgerät. Haben Sie es gesehen? Nein, ich glaube nicht. Oh, warten Sie kurz. Sie haben recht, Sie haben recht. Ich wollte das Geländer beim geheimen Brunneneingang reparieren. Das Scheißteil ist mir dabei ins Wasser gefallen. Bin gerade beschäftigt. Wenn Sie das Schweißgerät brauchen, dann müssen Sie wohl baden gehen. Die Tür zum geheimen Brunneneingang ist im Hauptraum hinter dem Tisch. Sehen Sie nach. Dort müsste das Schweißgerät irgendwo im Wasser liegen. Ach, leck mich doch. Hey. Ah. Wenn wir ein U-Boot des Regimes stehlen wollen, muss Seth das Ding auf dem Tisch unbedingt reparieren. Und Sie helfen. Ich bin noch dabei. Machen Sie das. Ich muss da durch. Entschuldige. Ich meine, ich will dich nicht aus deinen Träumen reißen, aber... Ich muss durch die Tür. Oh, bitte. Ich möchte lieber nicht daran denken. Woran ich jetzt denke. So schlimm, hm? Wer gesehen hat, was ich gesehen habe, der muss eigentlich einen Sprung in der Schüssel haben. Aber warum habe ich keinen? Oder habe ich einen und hab's nicht mitbekommen? Wir verändern uns alle. Wer wir auch sind oder wo wir herkommen. Fest steht, wir beide müssen den Gefahren trotzen. Müssen es bis auf die andere Seite schaffen. Und das Regime stürzen. Und das Regime stürzen. Wir werden gemeinsam einen trinken, wenn es soweit ist. Verlass dich drauf. Juhu, gut. Folgenpause, Spitze bedankt mich. Bis dann.